Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Ernst Wolf. Wir sprechen heute über ja, verschiedene heiße Themen, die so auf politischer oder weltpolitischer Ebene los sind. Thema Krieg und Frieden, Thema Wahlen, Thema was war auch los bei Donald Trump und vieles mehr. Dazu habe ich mir den Ernst Wolf eingeladen, einen investigativen Journalist, der sich sehr viel mit solchen schwierigen Themen auseinandersetzt, die wir leider in den Mainstream-Medien nicht unbedingt immer wahrheitsgemäß präsentiert bekommen. Daher bin ich sehr dankbar, heute mit dir sprechen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir starten direkt nochmal mit der Donald-Trump-Geschichte. Wie ist deine persönliche Sicht auf das, was dort passiert ist, beziehungsweise auf das, was uns dort in den Medien präsentiert wurde? Also du spielst wahrscheinlich jetzt auf das Attentat an, Auf was das auch. Attentat, genau. Ja, genau. Also erstmal ist es natürlich also absolut ungewöhnlich, dass bei einer solchen Großveranstaltung also die Sicherheitsdienste in so einer eklatanten Art und Weise versagen. Also dass da jemand auf ein Dach klettern kann, dass Menschen im Publikum tatsächlich auch noch die Sicherheitskräfte ansprechen und Ja. denen Bescheid sagen, dass da ein möglicher Schütze auf einem Dach sich versteckt und dass die nicht in der Lage sind, also dieses ganze Attentat zu verhindern. Nun muss ich allerdings sagen, dass ich auch ein paar andere Zweifel habe. Also ich kann mich erinnern an die Attentate. Also ich bin ja schon etwas älter. Also ich habe damals als Elfjähriger das oder als 13-Jähriger war es, glaube ich, habe ich das Attentat damals auf John F. Kennedy schon mitbekommen, damals im Fernsehen die Bilder gesehen. Ich habe dann, ich glaube, es war im Jahre 86, das Attentat auf Ronald Reagan mitbekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass Ronald Reagan von seinen Sicherheitsleuten damals auf ziemlich heftige Weise sofort sehr, sehr brutal eigentlich in ein Auto verfrachtet wurde, das dann sofort mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Also bei dem Attentat auf Donald Trump ist mir aufgefallen, dass er da am Ohr getroffen wurde, dass er sich geduckt hat und dass diese Leute also relativ unprofessionell gehandelt haben. Einige sind zwar auf ihn draufgesprungen, die haben ihn aber sofort dann wieder aufstehen lassen zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt nicht klar war, ob es möglicherweise einen zweiten, dritten oder auch vierten Schützen geben kann. Also der Sicherheitsdienst der USA muss eigentlich aus den Attentaten früher gelernt haben. Wir wissen, bei dem John F. Kennedy-Attentat ist bis heute ganz klar, dass es nicht nur einen, sondern mehrere Schützen gegeben hat. Und man kann das natürlich nie ausschließen. Und deswegen muss man sagen, haben die da absolut zu 100% versagt. Und Was es mir ist allerdings der auch. beste Sicherheitsdienst der Welt, oder? Also Ja, ganz genau. die Elite sozusagen. Und Donald Trump muss diese Leute auch kennen. Also Donald Trump war 4 Jahre lang Präsident. Der Ja. muss die Leute also persönlich alle kennen. Der muss wissen, wer da die Besten sind, wer da die Schlechtesten sind. Also mir kommt das alles sehr spanisch vor. Und was mir noch spanischer vorkommt, ist, dass Donald Trump sich dann innerhalb von wenigen, also weniger als einer Minute, dann erhebt mit dieser angeblich schweren Verletzung am Ohr und die Faust in die Höhe streckt und dann gleich die Leute dazu auffordert, weiterzukämpfen, dass er dann erhobenen Hauptes zu seinem Auto geht und sich dann fotografieren lässt unter einer amerikanischen Fahne in sehr kämpferischer Pose. Also mir kommt das alles sehr spanisch vor. Ich will da keine eigenen Theorien zu aufstellen, aber meine 74 Jahre Lebenserfahrung haben mich gelehrt, also bei solchen Sachen sehr vorsichtig zu sein und nicht alles so, wie der Amerikaner sagt, at face value zu nehmen. Also das Wobei, nicht. wenn das jetzt, sagen wir mal, gestellt wäre, dieses Attentat, dann muss ja dieser Schütze schon Mikrometer genau gezielt haben und auch innerhalb von Millisekunden, er hat ja sein Gesicht gedreht und genau dann ging es durchs Ohr Ja, durch. Also da muss man aber auch vorsichtig mir sein. kommen dann auch die anderen Meldungen so merkwürdig vor, dass Donald Trump da angeblich am Ohr getroffen wurde. Also man muss kein Mediziner sein, aber dass so etwas einem wirklich emotional auch schwer zusetzen muss, auch gesundheitlich zusetzen muss. Und dass dieser Mann dann am nächsten Morgen in den USA zum Golfspielen geht, das erscheint mir dann doch wirklich sehr seltsam. Also entweder Donald Trump besitzt da wirklich übermenschliche Kräfte. Oder irgendwas stimmt an dieser ganzen Geschichte nicht. Also ich neige da eher zur zweiten Version, weil an diese übermenschlichen Kräfte von irgendwelchen Politikern vermag ich sehr schwer zu glauben. Gibt es mehrere Donald Trumps vielleicht? Vielleicht, es wird ja auch gemunkelt, ob es mehrere Joe Bidens gibt, aber es ist. Man kann leider in der heutigen Zeit kann man fast gar nichts mehr ausschließen. Also ich will mich diesen ganzen Theorien da nicht anschließen, aber ich muss sagen, für mich gibt es da auch sehr, sehr viele Fragezeichen bei dieser ganzen Angelegenheit. Besonders interessant finde ich aber, was sich nach dem Attentat ereignet hat. Nach dem Attentat hat Donald Trump nämlich seinen Vizepräsidenten ernannt. Also er hat dann J.D. Vance zum Kandidaten für die Vizepräsidentschaft unter ihm ernannt.
Und J.D. Vance ist nun kein unbeschriebenes Blatt. J.D. Vance ist ein Mann aus dem IT-Komplex, ein Mann, der als Geschäftspartner und Freund von Peter Thiel gilt. Also seine Firma wird da teilweise von Peter Thiel unterstützt und er unterstützt Peter Thiel. Und Peter Thiel ist einer der wirklich entscheidenden Leute unter den Magnificent Seven, also den großen sieben IT-Konzernen im Silicon Valley, also eine der ganz großen Figuren, so fast in der Höhe von Elon Musk und Bill Gates. Und das ist natürlich interessant, weil ich glaube, dass Donald Trump sich in seinem Wahlkampf doch sehr weit vorgewagt hat. Donald Trump hat nämlich in seinem Wahlkampf gesagt, also er wäre gegen die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Das allerdings ist die große Agenda des digital-finanziellen Komplexes. Und wer so etwas sagt, der muss dann schon irgendwie dem digital-finanziellen Komplex seine Untertänigkeit beweisen. Und wie kann ich die besser beweisen, als dass ich einen von den Leuten aus diesem Zirkel zu meinem Vizepräsidenten ernenne? Also ich glaube, er wollte damit auch dem digital-finanziellen Komplex signalisieren, wisst ihr was, das, was ich über die CBDCs gesagt habe, über das digitale Zentralbankgeld, das war nicht so ganz ernst gemeint. Das war etwas, was ich im Wahlkampf sage, was ich aber später nicht einhalten werde. Er hat ja dann auch noch eine weitere Äußerung getan, die interessant wird. Er hat dann gesagt, also der Präsident muss einfach mehr Macht haben, denn der muss auch in der Lage sein, der Federal Reserve zu sagen, wo es lang geht. Also das ist wirklich so ziemlich die allerletzte Bemerkung, mit der er sich da im Hintergrund Freude machen kann. Und außerdem ist diese Bemerkung zeigt, dass er den Leuten ein völlig falsches Spiel vorspielt, weil die Politik der USA wird seit über 100 Jahren von der Federal Reserve und nicht vom Weißen Haus festgelegt. Also der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg war eine Angelegenheit, die wurde von der Federal Reserve bestimmt. Also es gab damals einen Antikriegspräsidenten, Woodrow Wilson, der hat bis zum Jahre 1917 die Amerikaner an dem Glauben gelassen, wir Amerikaner werden in diesen Ersten Weltkrieg nie eingreifen. Dann ist eine Abordnung der Federal Reserve, also der größten Banken damals der Wall Street, zu ihm gekommen und hat ihm erklärt, wir haben aber große Kredite an Frankreich, England und Italien vergeben. Wenn Deutschland diesen Krieg gewinnt, dann sind diese Kredite verloren. Dann wirst du deinen Präsidentenjob auch nicht weiter ausüben können. Auf diese Bemerkung oder auf dieses Treffen hin hat Woodrow Wilson eine Drehung um 180 Grad gemacht und die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg geführt. Nicht anders war es im Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ist nichts anderes als eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges geworden. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges haben die amerikanischen Großbanken der Wall Street sich ihr eigenes Finanzsystem für die gesamte Welt in die Welt rufen lassen. Und zwar das System von Bretton Woods, das den Dollar zur globalen Leitwährung gemacht hat. Dass Donald Trump jetzt die Leute in dem Glauben lässt, der Präsident könnte irgendwie mehr Macht haben als die Federal Reserve, zeigt mir, was für ein falsches Spiel dieser Mann spielt. Sag nochmal ganz kurz, was die Federal Reserve ist für die Leute, die noch nie was davon gehört haben. Ja, die Leute können sich da sehr gut informieren durch ein Buch. Es gibt ein Buch von einem Amerikaner, Edward Robinson, das heißt Das Monster von Jekyll Island, Englisch The Creature of Jekyll Island. Jekyll Island ist eine kleine Insel vor Georgia. Da haben damals sehr viele in den Anfang des 20. Jahrhunderts sehr viele Reiche ihre Villen gehabt. Da haben sich im Jahre 2012 und im Jahre 2013 die damals wichtigsten und mächtigsten Banker der Welt zusammen mit einigen republikanischen Politikern, die sehr großen Einfluss im Kongress getroffen haben, getroffen und mit denen klargemacht, wir brauchen eine Zentralbank, weil bis dahin war das Geldschöpfungsmonopol in den Händen Sta des Staates. Die haben gesagt, wir brauchen das Geldschöpfungsmonopol und tatsächlich ist dann im Anschluss an dieses Treffen mit einigen Schwierigkeiten noch die Federal Reserve gegründet worden. Die Federal Reserve, besteht aus 12 Teilbanken, 12 einzelnen Banken der Federal Reserve of New York, of Minneapolis, of Georgia und so weiter. Und diese 12 privaten Banken, die sind eigentlich das große Gerüst hinter der Federal Reserve. Es sind also private Banken. Diese Federal Reserve ist aber dann eine Art Bündnis mit dem Staat eingegangen. Also ein großer Teil von deren Gewinne gehen heute an den Staat. Und interessanterweise wird der Präsident der Federal Reserve heute vom Präsidenten der USA ernannt. Allerdings erst nachdem ihm eine Liste mit 12 Namen übergeben wird von diesen 12 Privatbanken. Also daran sieht man auch, wer in Wirklichkeit die Macht in den USA hat. Also die Federal Reserve, die ja auch das Weltfinanzsystem weitgehend beherrscht, das ist die Macht Nummer eins in den USA. Und die wiederum ist heute in den Händen großen Teils von BlackRock, weil BlackRock ist der größte Berater der Federal Reserve und die Federal Reserve hängt an dem Finanzdatenanalysesystem Aladdin, an dem auch die ganzen Großkonzerne der USA und weltweit hängen. Das heißt, aus deiner Sicht ist
Donald Trump genauso eine Marionette wie jeder andere Politiker, obwohl er uns eigentlich das Gegenteil verkörpern möchte oder auch vielleicht soll. Ja, das ist das große Spiel, was im Moment gespielt wird. Also die großen Leute im IT-Business, die spielen uns ja auch vor, dass sie die Retter der Menschheit sind. Also Elon Musk ist einer der größten Leute gerade in diesem digital-finanziellen Sektor. Also einer der Gründer von PayPal. Er hat gegründet Starlink, er hat gegründet SpaceX. Er ist inzwischen der Betreiber von Tesla, nicht der Gründer, aber der große Finanzier und der CEO von Tesla. Dann hat er auch noch Neuralink, also ein Unternehmen gegründet, was die biologische Sphäre des Menschen mit der digitalen Sphäre verknüpfen soll. Also Elon Musk verkörpert eigentlich all das, was die digitale Sphäre in den letzten 30, 40 Jahren so angerichtet hat. Und dieser Mann gebärdet sich heute als der Retter der Meinungsfreiheit, weil er der Twitter übernommen hat und das jetzt als X ausgibt, wo die Meinungsfreiheit herrscht. Also wer wie ich zum Beispiel auf X unterwegs ist, der weiß, dass diese Hashtags inzwischen auch weitgehend manipuliert werden, dass man dort bezahlen muss inzwischen, um überhaupt eine Art Resonanz beim Publikum generieren zu können und dass man diesen Leuten genauso hilflos ausgeliefert ist, wie man den anderen Firmen auf Facebook oder auf Telegram und so weiter ausgeliefert ist. Interessant ist, dass dieser Mann heute eben damit spielt, dass er angeblich ein Gegner dieses großen Komplexes ist. In Wirklichkeit spielt er nur ein paar Machtspiele, auch mit einigen Leuten in diesem Komplex. Man muss immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, auch dieser Komplex besteht nicht aus Leuten, die Hand in Hand marschieren, sondern das ist eben reiner Raubtierkapitalismus, wo der eine versucht, auch dem anderen das Terrain da streitig zu machen und versucht also dem anderen auch Hürden und Schwierigkeiten zu machen, da wo es auch nur geht. Also wir haben erlebt, dass Elon Musk sich auch mal gegen Bill Gates gewendet hat, dass Bill Gates sich auch mal gegen andere, gegen Richard Branson gewendet hat. Also diese ganzen großen Leute da, die sind sich nicht immer einig, die kämpfen auch mal gegeneinander. Aber das sollten wir nicht missverstehen und wir sollten wissen, dass in letzter Instanz diese Leute immer an einem Strang ziehen werden, wenn es nämlich darum geht, uns alle zu unterdrücken. Sehr spannend, gerade weil ja einige von den genannten Leuten auch für, sage ich mal, für Leute, die, sage ich mal, diese Mainstream-Informationen kritisch sehen, werden die auch als Heilsbringer ja, auserkoren, wie zum Beispiel Trump oder Elon Musk. Aber was du sagst, klingt ja eher als das, als wäre das quasi wie so eine kontrollierte Opposition. Also bei Trump wundere ich mich auch, wieso die Leute da immer noch von dem irgendwas halten können. Ich meine, der ist 4 Jahre Präsident gewesen. Was hat er in seiner Präsidentschaft gemacht? Er hat die Militarisierung des Weltraums vorangetrieben. Er hat zwar keine Kriege weiter ausgeweitet, aber er hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit die größte Bombe seit dem Zweiten Weltkrieg auf Afghanistan werfen lassen. So praktisch als Zeichen, wisst ihr was, Leute, ich kann auch anders. Er hat dann weiter also Steuergesetze eingeführt, die die Ultrareichen, ihn selber natürlich auch, unglaublich begünstigt haben, die die Armen weiter in die Enge getrieben haben. Er hat das ganze Narrativ in der Gesundheitskrise mitgemacht, hat zwar ab und zu mal so ein bisschen so Kritik geäußert, aber ist weitgehend damit mit einhergelaufen, und hat also eigentlich all das vorbereitet, was sein Nachfolger dann übernommen hat, und auch den Krieg im Nahen Osten mit vorbereitet. Man darf nicht vergessen, dass Donald Trump dafür gesorgt hat, dass die israelische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem bewegt wurde. Also ein unglaublicher Affront gegen alle Araber, für die das ein heiliger Boden ist. Also der macht diese ganze Agenda nur auf eine andere Art und Weise, zieht er die durch als Joe Biden. Und den Amerikanern wird immer wieder suggeriert, in jedem Wahlkampf wird denen suggeriert, es gibt bei uns zwei Kräfte, die sich bis aufs Blut bekämpfen, nur damit die Amerikaner nicht aufwachen und sagen, weißt du was, eigentlich sind beide Kräfte nichts anderes als die Marionetten der Wall Street und des Silicon Valley. Würdest du sagen, dass Robert F. Kennedy Jr. auch nur eine Marionette ist? Absolut, 100%. Also Robert F. Kennedy hat sich profiliert in der Gesundheitskrise, weil er ja selber offensichtlich ein Impfopfer gewesen ist mal. Also er hat ja diese großen Probleme mit seiner Stimme, die ja offensichtlich auf eine medizinische Behandlung mal zurückzuführen sind. Und er hat sich extrem kritisch gegenüber der Pharmaindustrie geäußert. Und deswegen sind viele Leute also auch zu seinen Followern geworden. Man muss aber wissen, erstens, Robert Kennedy Jr. war vorgesehen unter Barack Obama als Umweltminister. Er ist es damals nicht geworden, weil ein anderer vorgezogen wurde, auch aus sehr, sehr unangenehmen Gründen, die ich hier nicht im Einzelnen erläutern würde. Man brauchte nämlich damals noch
innerhalb der Regierung einen Rollstuhlfahrer. Also es ist einfach absolut absurd, was damals passiert ist. Auf jeden Fall, Robert Kennedy gehört ja auch zu dem Kennedy-Clan, der auch damals mal den Präsidenten John F. Kennedy gestellt hat, der den Justizminister gestellt hat. Sein eigener Vater ist ja damals im Wahlkampf mal umgebracht worden. Das lässt ihn natürlich auch so erscheinen wie den Sohn eines Märtyrers. Aber Robert F. Kennedy ist voll auf der Linie der Leute, die den Klimawandel für menschengemacht halten und für die ganzen Einschränkungen im Rahmen des Klimawandels stimmen. Robert Kennedy äußert überhaupt keine Kritik am digital-finanziellen Komplex, immer nur an irgendwelchen Erscheinungsformen der ganzen Sache. Also Robert Kennedy wird aber wahrscheinlich in meinen Augen zum Zünglein an der Waage werden, wenn die Wahl tatsächlich schließlich und endlich entschieden wird. Weil Robert Kennedy hat es inzwischen geschafft, etwa 10 bis 11% der Stimmen auf sich zu vereinen. Und wir wissen auch, dass Robert Kennedy inzwischen mit Donald Trump gesprochen hat. Wir wissen aber auch genauso gut, dass er mit der Gegenseite gesprochen hat. Also der Mann taktiert auch nur. Der versucht auch nur innerhalb dieses Systems möglichst viel Macht auf sich zu vereinen. Und der wird natürlich dann auch ein Opfer des Systems sein. Und dieses System ist am Ende, dieses System kann nicht mehr durch Reformen gerettet werden. Okay, das klingt jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen ziemlich erschüttert, wenn hier, wenn du einen Hoffnungsträger nach dem Ein anderen. Heiland nach dem anderen absägst. Ja, aber ich denke, da muss ich mal was ganz Klares sagen. Also wer nach Heilsbringern sucht, der sollte wirklich in die Welt der Märchen sich verabschieden. Also Heilsbringer gibt es in der Politik nicht. Die hat es nie gegeben und die wird es auch nie geben. Heilsbringer tauchen immer dann auf, wenn die Elite in großen Schwierigkeiten ist. Wir wissen ja auch, dass die ganzen religiösen Fanatiker immer dann viele Anhänger gefunden haben, wenn das Volk in großen Problemen war. Also dann suchen die Leute natürlich nach einer Antwort. Und da die meisten Leute also nicht in der Lage sind, das ganze Spiel zu durchschauen, weil sie einfach auch nicht die Zeit haben, sich mit diesen ganzen Zusammenhängen zu beschäftigen, dann suchen sie nach einem Heilsbringer. Aber das ist eine ganz gefährliche Abirrung. Also dann, wenn man etwas weniger Ahnung hat, dann sollte man lieber versuchen, sich ein bisschen mehr Ahnung zu verschaffen, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und dann auf keinen Fall auf Leute zu vertrauen, die einem eine schöne Welt ab nächster Woche versprechen. Und genau das macht Bobby Kennedy. Man muss sich die Wahlspots von ihm mal angucken. Er hat gesagt, wenn er an der Macht ist, dann wird in den USA alles gut. Dann werden die Armen wieder ein Mitspracherecht haben. Dann wird es keine Leute mehr geben, die auf der Straße leben. Dann wird die Rüstungswirtschaft in die Schranken gewiesen werden. Ich möchte wissen, wie er das machen will. Die Rüstungswirtschaft wird vom digital-finanziellen Komplex beherrscht und die braucht weiteres Geld. Die wird unter ihm weiter genauso blühen und weiter fortschreiten wie jetzt. Oder die wird ihn erledigen. Die wird ihn dann irgendwie abservieren. Und da haben sie ja dann die sozialen Netzwerke. Da kann man auch einen Robert Kennedy ganz schnell unglaubwürdig machen. Man kann heute auch mit diesen ganzen Deepfakes arbeiten. Man kann jeden heute ganz schnell kaltstellen. Und das weiß Robert Kennedy genauso wie du und ich. Okay, jetzt haben wir sehr viel über die USA gesprochen. Gibt es noch was, was man da wissen sollte? Also zur aktuellen Lage oder wollen wir mal nach Russland, Aktuell ist die Lage da Ukraine? relativ verworren. Also wir wissen, dass da auf der einen Seite Kamala Harris ist. Ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass die ganzen Umfragen wahr sind. Also ich selber habe ja einen Teil meiner Familie ist amerikanisch. Ich habe ganz gute Beziehungen dahin. Und ich weiß, dass Kamala Harris in der amerikanischen Bevölkerung viel weniger Rückhalt genießt als die Mainstream-Medien, insbesondere die Fernsehsender wie CNN oder die New York Times, den Leuten da weismachen wollen. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich weiß aber, dass im Hintergrund, es gibt jemand da, der die Fäden zieht, und zwar ist das Barack Obama. Barack Obama hat sich auch in den englischen Wahlkampf eingeschaltet. Der hat Keir Starmer beraten in dem Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob Barack Obama tatsächlich im Endeffekt auf Kamala Harris setzen wird. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass da irgendwann noch eine ganz große Überraschung auf uns wartet und dass da jemand so wie aus dem Nichts ein Phönix aus der Asche dann plötzlich uns präsentiert wird. Aber das werden wir ja alles in den Ende oder Anfang übernächster Woche wissen, weil dann die National Convention der Demokraten stattfindet und dann müssen sie ja den endgültigen Kandidaten präsentieren. Apropos Barack Obama, er hat ja auch mal einen Friedensnobelpreis bekommen. Was ist deine Einschätzung Ja, ist diesbezüglich? interessant, dass jemand, der über 8 Jahre lang Kriege führt, den Friedensnobelpreis bekommt. Also das zeigt mir, dass der Friedensnobelpreis nicht den Dreck wert ist, der sich auf ihm da absetzt. Aber der Friedensnobelpreis ist für mich sowieso eine Lachnummer, seitdem Henry Kissinger und sein Gegenspieler im Vietnamkrieg diesen Friedensnobelpreis bekommen haben.
Also Henry Kissinger ist im Jahre, ich glaube, es war das Jahr 1974, für die ganzen Bombenangriffe auf Hanoi damals zuständig gewesen. Der hat unendliches Leid in seiner ganzen politischen Karriere verursacht. Und dass so ein Mensch einen Friedensnobelpreis kommt, ist ein Hohn auf alle Menschen, die wirklich für den Frieden sich einsetzen. Sind diese Auszeichnungen und diese Preise dann quasi auch unterwandert sozusagen, weil Ja, es natürlich, gewinnen ja natürlich. die einen Friedensnobelpreis, die ja am meisten für Krieg sorgen, so Ja, stelle ich es mir. natürlich. Die Nobelpreisstiftung ist eine Stiftung. Stiftungen werden gegründet, um reichen Leuten die Steuervermeidung zu ermöglichen. Und diese Stiftungen werden natürlich dann auch von Leuten benutzt zu ihren Gunsten. Und wir wissen, dass die Leute, die eben an der Spitze sind im Moment, auch daran interessiert sind, bestimmte Leute als Friedensengel gelten zu lassen, die in Wirklichkeit genau das Gegenteil sind. Okay, dann lass uns mal rüberschauen in den Osten. Dort ist ja immer noch Russland, Ukraine. Da ist ja noch immer ein unschönes Geschehen, wo wir als Deutschland gerade auch durch die Grünen, die ja das ja propagieren, Waffen liefern, wo auch natürlich die NATO, die USA am Start sind. Was gibt es da so für neue Erkenntnisse? Die letzte Erkenntnis war ja genau untermalt wieder die Kriegslüsternheit unserer Ampelkoalition. Das war diese Meldung aus dem SPD-Präsidium, das gestern bekannt gegeben hat, dass es nichts mehr gegen die Stationierung von Langstreckenraketen, also atomar bestückten Langstreckenraketen der USA in Deutschland hat. Also mehr eskalieren kann man im eigenen Land auch nicht, als dass man einer ausländischen Nation erlaubt, hier diese mörderischen Waffen zu deponieren. Und Aber wer darf das hier deponieren? Welcher? Die USA dürfen jetzt, also das SPD-Präsidium hat gesagt, es gab ja da innerhalb der SPD große Vorbehalte. Es gab ja einige SPD-Politiker, die sich auch dagegen geäußert haben, die gesagt haben, also wir dürfen das nicht zulassen, dass die Amerikaner neue Langstreckenraketen hier in Deutschland stationieren. Gestern hat das SPD-Präsidium bekannt gegeben, dass es jetzt für diese Stationierung, also keine Einwände mehr gegen diese Stationierung hat. Das heißt, dass sie also im Grunde dafür sind und den Amerikanern wieder freie Hand geben. Und wir wissen, die Amerikaner eskalieren. Die eskalieren nicht nur in der Ukraine, die eskalieren auch in Israel, im Nahen Osten. Die Sie USA eskalieren haben eigentlich überall, außer bei sich selbst auf eigenem Boden, oder? ganz genau. Also im Moment, also man muss sich auch mal in die Situation der amerikanischen Regierung versetzen. Also die Amerikaner glauben ja, dass Weltkriege Amerika nie treffen. Also der Erste Weltkrieg ist nie auf amerikanischem Boden geführt worden. Der Zweite Weltkrieg ist nie auf amerikanischem Boden geführt worden. Der Irakkrieg nicht, der Vietnamkrieg nicht, der Koreakrieg nicht. Also der normale amerikanische Bürger hat von diesen ganzen Kriegen nichts mitbekommen, außer dass er ab und zu mal gehört hat, dass vielleicht ein Sohn von einem Nachbarn irgendwo auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Und das hat dann eben dazu geführt, dass dort der Nationalismus sogar noch weiter angetrieben wurde, weil den Leuten immer gesagt wurde, wir kämpfen da für die Freiheit dieser Länder, wir kämpfen da gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Früher war es der Kommunismus, heute ist es die Ausbreitung des Terrorismus. Also man muss sagen, die amerikanische Regierung spielt da sehr gut mit der eigenen Bevölkerung. Und ist es so, dass auch, wie soll ich sagen, dass die USA hier bei uns in Deutschland noch viel mehr zu sagen hat, als die meisten Leute denken? Da gab es ja auch vielleicht so das eine oder andere Abkommen nach den Weltkriegen. Kannst du vielleicht Aber dazu noch was sagen? ganz sicher, also Deutschland ist nicht mehr und nicht weniger als eine Kolonie der USA. Also erstmal muss man sagen, also die USA sind ja auch nicht ganz unschuldig daran, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Also die USA haben damals, also die großen Banken der Wall Street, haben in den 20er Jahren unglaublich günstige Kredite vergeben. Die haben bei uns dazu geführt, dass wir diese goldenen 20er Jahre erlebt haben. Diese Kredite sind dann ganz plötzlich wieder eingefordert worden, nachdem nämlich die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, die Zinsen ganz plötzlich im Jahre 2028 angehoben haben. Das Ergebnis davon war dann der große Crash von 1929, der in Deutschland dazu geführt hat, dass wir dann in den 30, Anfang der 30er Jahre plötzlich 6 Millionen Arbeitslose auf der Straße hatten und dass die NSDAP da unglaublich unter den Leuten gewinnen konnte, weil sie nämlich die Regierenden in Deutschland für diese horrende Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht hat. Tatsächlich haben die Banken der Wall Street damals in den USA selber auch noch 10.000 kleinere Banken übernommen. Das war also eigentlich der Coup im Hintergrund, dass dort die Konzentration im Finanzwesen unglaublich vorangetrieben wurde. Aber gehen wir weiter. Deutschland ist dann also mehr oder weniger in die Abhängigkeit der USA auch gerutscht durch die ganze Kreditvergabe dann. Im Zweiten Weltkrieg ist ganz interessant, Deutschland ist im Hintergrund weiter finanziert worden von der Wall Street. Also die großen deutschen Konzerne, ob das BASF oder Höchst sind, haben damals weitergearbeitet mit dem amerikanischen Geld.
Es ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich im Jahre 1930 gegründet worden, angeblich um die Rückzahlung der, also die deutschen Reparationszahlungen da zu organisieren. Die sind aber im gleichen Jahr ausgesetzt worden. Diese Bank hat aber weiter funktioniert, hat dann dafür gesorgt, dass das deutsche Raubgold zum Beispiel, was damals in der Tschechei erbeutet wurde, dass das über die Bank of England dann in die Tresore amerikanischer Banken gewandert ist. Also das ist Unglaubliches im Hintergrund geschehen. Also da haben die Amerikaner und die Deutschen immer zusammengearbeitet. Also der deutsche Zentralbankchef damals, der Reichsbankchef Hjalmar Schacht, der hat von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich immer als seiner Bank gesprochen. Also das ist schon interessant, wie da im Hintergrund zusammengearbeitet wurde. Dann im Zweiten Weltkrieg ist eine neue Finanzordnung geschaffen worden in Bretton Woods, die den Dollar zur Leitwährung gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass wir dann einen riesigen Boom erlebt haben, dass die Dollars die ganze Welt überschwemmt haben und insbesondere auch Deutschland. Und dann ist in Deutschland ja der Marshallplan eingeführt worden. Die meisten Leute denken heute noch, dass der Marshallplan eine Art humanitäre Aktion der Amerikaner für die deutsche Zivilbevölkerung gewesen ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Marshallplan bestand zwar teilweise aus Nahrungsmittellieferungen, aber die wurden aus amerikanischen Steuern bezahlt. Also der amerikanische Steuerzahler wurde da zur Kasse gebeten, um den Deutschen diese Nahrungsmittel zu liefern. Die Kredite, die im Rahmen des Marshallplans vergeben wurden, sind aber an die Bedingung gebunden worden, dass die Deutschen damit nur amerikanische Waren kaufen. Das heißt also, die Deutschen wurden gezwungen, diese Kredite an Amerika wieder zurückzuzahlen, in amerikanische Konzerne zu investieren. Also so geht meiner Meinung nach Umverteilung von einem Land aufs andere und von unten nach oben. Also das ist die Art und Weise, wie Deutschland immer mehr in eine Abhängigkeit der Amerikaner getrieben wurde. Und dass diese Abhängigkeit in diesem Jahrhundert auch noch besteht, das zeigen mir auch zwei Personalien. Die eine Personalie ist die von Angela Merkel, eine völlig unbekannte Ostdeutsche, die plötzlich zur Bundeskanzlerin geworden ist, aber deren Akte über die ihre Stasi-Aktivitäten verschwunden ist und heute in den USA liegt. Also diese Frau war auf jeden Fall hervorragend erpressbar. Wurde ja auch gleich aufgenommen im WEF, wo war ja eine der Young Global Leaders der ersten Stunde, zusammen damals mit Bill Gates und mit Nicolas Sarkozy. Und die nächste Personalie, die ich interessant finde in diesem Zusammenhang, ist die von Olaf Scholz. Olaf Scholz, habe ich ja im letzten Interview schon gesagt, müsste eigentlich im Gefängnis sitzen für seine ganzen Verfehlungen in der Cum-Ex-Krise. Aber dass er das nicht tut, macht ihn natürlich erpressbar. Also ich bin sicher, dass die Amerikaner da einiges über ihn gesammelt haben und dass man das gut benutzen kann, wenn es darum geht, die amerikanischen Interessen hier weiter zu verfolgen. Was denkst du, was so in Angela Merkels Stasi-Akte drinstehen könnte? Also ich habe keine Ahnung, was drinsteht, aber ich denke, da werden schon ein paar Unsauberkeiten drinstehen, die, mit denen man sie am Anfang erpressen konnte. Und solche Erpressungen gehen ja dann immer weiter. Man übt ein bisschen Druck auf jemanden aus, verführt den dann irgendetwas zu tun, hat dann schon wieder die nächste Sache gegen den in der Hand und man kann das dann ganz langsam steigern und am Schluss hat man den ganzen Menschen in der Hand. Also irgendwelche Leichen hat jeder im Keller und irgendwie kann man da irgendwie ansetzen bei Menschen und die dann so ganz langsam in der Ecke treiben, sodass die am Schluss alles das tun, was von ihnen verlangt wird. Okay, lass uns nochmal Ukraine-Russland betrachten. Das läuft jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr. Gefühlt, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie, aber es passiert nicht wirklich was, außer dass viele Menschen sterben Ja. und viel Geld verdient wird. Ja, das ganz Erschreckende an dem Ukraine-Krieg ist, dass der Ukraine-Krieg auch ein Testlabor ist für die IT-Konzerne der USA. Also gleich nach Beginn des Krieges, also im Februar 22, sind die ersten IT-Konzerne darüber gegangen, weil sie da nämlich großartige Bedingungen vorfinden. Also unter Kriegsbedingungen gelten natürlich keine Datenschutzgesetze mehr. Also Datenschutz ist etwas, was die ganzen Nerds im IT-Bereich da unglaublich stört. Also die mögen gerne an allen Datenschutzvorschriften vorbei arbeiten und ihre Programme da unbeobachtet von gesetzlicher Seite da entwickeln. Also reingegangen ist zum Beispiel das Unternehmen Palantir. Palantir ist das Unternehmen, was in den USA sowohl das Pentagon als auch alle Geheimdienste berät, was auch in Israel die Armee berät. Die beraten die ukrainische Armee bei der Auswahl von Kriegszielen. Die werten also Satellitenbilder aus, die werten Drohnenbilder aus und sagen der Ukraine, wo es dann am lohnendsten ist, da mit der Armee dann gegen die Russen vorzugehen. Dann gibt es ein anderes Unternehmen, das heißt Clearview. Das hat der Ukraine im Jahre, glaube ich, 2022 oder 2023 angeboten, ein Angebot gemacht und denen gesagt,
Wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist, dann möchtet ihr doch gerne die 260.000 russischen Soldaten, die in euer Land einmarschiert sind, vor Gericht stellen. Ihr möchtet doch gerne, dass die bestraft werden. Wir bieten euch Folgendes an. Wir werden eine Datei erstellen, in der all diese 260.000 Mann mit Namen, mit Adresse und mit Gesicht per Gesichtserkennung festgehalten werden. Diese Datei hat Clearview inzwischen erstellt. Die ukrainische Armee und die ukrainische Regierung verfügen inzwischen über dieses Material. Das heißt natürlich nichts anderes als, die Ukraine ist ein unglaublich guter Testboden, um all die Dinge voranzutreiben, mit denen man bei uns hier noch auf Widerstand stößt. Also so zum Beispiel die Gesichtserkennung in den USA ist auf starken Widerstand innerhalb der Bevölkerung gestoßen. Selbst Unternehmen, die einführen wollten, hatten dann große Schwierigkeiten mit ihren Angestellten. In der Ukraine konnte man dieses Ganze vorantreiben. Clearview besitzt jetzt inzwischen auch ein Programm, dass man Menschen nicht mehr von vorne, sondern auch von hinten anhand ihrer Bewegungen identifizieren kann. Also da sieht man, wie dieser ganze IT-Wahnsinn da langsam voranschreitet. Und die letzten Meldungen, die wir aus der Ukraine erhalten, die Ukraine verfügt nicht mehr über genügend Soldaten, weil inzwischen zu viele junge Männer entweder gestorben sind oder verstümmelt worden sind oder andere Verletzungen erlitten hat, die sie also kampfunfähig macht. Die Ukraine setzt jetzt Kampfroboterhunde ein. Und diese Kampfroboterhunde, die auch in Israel teilweise eingesetzt werden, das ist so die nächste Generation. Irgendwann werden dann auch humanoide Roboter eingesetzt werden. Also man muss sagen, Kampfroboterhunde heißt, es sind Roboter, die aussehen wie Hunde. Oder? Ganz genau, ganz genau. Die natürlich, also das ist die nächste Entwicklung. Also bisher gab es schon diese sogenannten Dreiecke. Das sind so kleine Dreiecke, die hat man abgeworfen. Die haben dann alle drei Beine plötzlich zusammengezogen. Dann war oben eine Waffe und dann war ein Bewegungsmelder damit angeschlossen. Und wenn irgendetwas bewegt hat, dann hat diese Waffe darauf geschossen. Also wenn irgendein lebendes Wesen in der Gegend gesichtet wurde, dann hat diese Waffe auf dieses Ziel dann geschossen. Also das ist natürlich eine absolute Albtraumvorstellung. Und diese Roboterhunde sind natürlich nicht nur in der Lage, von diesem Standpunkt aus zu arbeiten, sondern die kann man dann auch noch per Drohnensteuerung weiterleiten. Die können sich dann also über etliche Kilometer noch bewegen und danach Zielen suchen. Also es ist eine solche Albtraumvorstellung, und was da alles vor sich geht, das mag man sich im Einzelnen gar nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Also jeder, der für die Ausweitung dieser Kriege ist, der überhaupt dafür ist, dass man mit Gewalt gegen Menschen vorgeht, dem kann man nur sagen, er sollte sich mal über diese Bilder da mal seinen Geisteszustand da prüfen lassen. Also ich habe da inzwischen null Verständnis für Leute, die auch nur irgendwie ein Verständnis für solche Ausweitung von Kriegen da aufweisen. Gerade wenn Sie sich vor ein paar Jahren noch auf die Fahne geschrieben haben, dass Sie für den Frieden sind oder gegen den Krieg und Die schlimmste Kraft jetzt. in diesem Zusammenhang sind für mich die Grünen. Die Grünen, die vorher gesagt haben, also wir sind gegen die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete, was ja auch nur eine Minimalforderung ist, was noch lange nicht heißt, wir sind gegen alle Kriege, aber was zumindest also das, den Schrecken dieser Kriege hätte eingrenzen können. Also die Leute sind inzwischen, die haben allen Boden unter sich verloren. Die garantieren inzwischen Konzernen, also wie Rheinmetall zum Beispiel, die Möglichkeit, in der Ukraine neue Waffenfabriken zu erstellen, geben denen auch noch Sicherheiten dafür, falls diese Anlagen da mal angegriffen werden sollten, werden die ihre ganzen Einlagen und ihre ganzen Investitionen von der Regierung, von den Grünen dann zurückgehalten. Also es ist unglaublich. Also da sind Leute, die früher sich als Pazifisten ausgegeben hat, inzwischen zu Menschen geworden, denen das Blut also wirklich an allen Fingern klebt. Ja, sehr schockierend. Lass uns noch, also du hast vorgeschlagen, dass wir noch über die Landtagswahlen hier bei uns sprechen. Was hat das damit zu tun und was Ja, sollte uns man stehen ja diese dazu wissen? Landtagswahlen jetzt bevor, in Thüringen und in Sachsen, jeweils am 1. September, glaube ich. Und viele glauben ja, dass diese Landtagswahlen dann tatsächlich noch irgendwie eine Veränderung bringen werden. Also ich glaube nicht, dass irgendeine der Kräfte, die sich da zur Verfügung stellt, irgendwas in unserem Land verändern wird. Also einige in dem Osten setzen ja viel Hoffnung auf die AfD. Dem begegnet ja der andere Flügel jetzt, indem er sagt, also die AfD müsste eigentlich verboten werden. Da agiert man so ähnlich wie zwischen Republikanern und Demokraten in Amerika. Da erzeugt man einen großen Widerspruch, der in meinen Augen auch nicht vorhanden ist. Also in meinen Augen macht die AfD, hat zwar in einigen Punkten recht gehabt, gerade was zum Beispiel die Gesundheitskrise angeht, war die AfD wirklich die einzige Partei, die da tatsächlich eine vernünftige Meinung geäußert hat. Aber leider muss ich sagen, konzentriert die AfD sich in meinen Augen zu sehr auf ein Thema, und das ist das Thema Migration. Also wenn man Migration einfach als Thema aufgreift und dann einfach sagt, wir müssen die Grenzen schließen, wir müssen alle kriminellen Ausländer aus dem Land jagen, dann löst man damit kein einziges Problem.
Man löste an der Oberfläche vielleicht für ein paar Tage ein Problem, aber das Grundproblem der Migration, das löst man nicht. Das Grundproblem der Migration ist die unvorstellbare Explosion der sozialen Ungleichheit. Und diese soziale Ungleichheit, die findet nicht nur in unserem Lande statt. Also der Unterschied zwischen den wenigen Ultrareichen und der großen Mehrheit des unteren Drittels der Bevölkerung, der wird von Tag zu Tag größer. Diese Ungleichheit, die besteht natürlich auch weltweit und die besteht natürlich auch zwischen den Industriestaaten und den ganzen Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas. Und da müsste man ansetzen. Man müsste an dieser Ungleichheit ansetzen. Man müsste sagen, also daran müssen wir arbeiten. Also da einfach nur die Grenzen schließen zu wollen und hier mit absoluter Härte gegen kriminelle Ausländer vorzugehen, das reicht in meinen Augen noch lange nicht aus. Und die anderen Parteien, die da sich zur Verfügung stellen, also da ist ja das Bündnis Sahra Wagenknecht, was ja auch schon gesagt hat, dass es bereit ist, Bündnisse einzugehen mit anderen Parteien. Da wird auch nur die Kritik einiger Leute, die auch wieder nach einem Heilsbringer suchen, aufgegriffen. Also ein Heilsbringer ist diese Organisation auch nicht. Also ich denke, wir werden vor beiden Wahlen noch erleben, dass wahrscheinlich noch diese Forderung nach einem Verbot der AfD weiter angefacht wird, mit dem Ergebnis vermutlich, dass die AfD da ein relativ gutes Ergebnis erzeugt. Aber ich glaube, die Leute werden dann auch anschließend sehr schnell merken, dass die AfD auch nicht alle Lösungen in der Hand hat. Okay, es gibt ja sogar Theorien, dass quasi die AfD auch eine mehr oder weniger kontrollierte Opposition ist. Es gibt da einige sehr, sehr deutliche Hinweise darauf, dass es da Hilfe im Hintergrund gegeben hat. Also die AfD hat bei der ersten Wahl, bei der sie angetreten ist, ich glaube, es war damals entweder in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, hat die, glaube ich, um die 16% bekommen zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht mal 600 Mitglieder im Landesverband hatte. Also, dass so etwas passiert, ist so ungewöhnlich, wenn man sich alle Wahlen überhaupt seit 1949 anguckt, dass man da wirklich vermuten muss, dass da irgendwo im Hintergrund danach geholfen wurde. Und man muss auch sagen, also, dass die AfD an ihrer Spitze inzwischen Leute hat wie einmal Frau Weidel, die aus den Reihen von Goldman Sachs kommt, also einer der größten Banken von der Wall Street, hinter der Vermögensverwalter BlackRock heute steht. Dass dann Herr Pasterski dabei ist, der ja auch aus militärischen Kreisen kommt und da offensichtlich auch gute Beziehungen zur USA hat, dass ein Herr Gauland von früher von der CDU dabei ist. Also das ist alles schon sehr merkwürdig für mich. Also da passen einige Dinge auch nicht so ganz zusammen. Und ich denke, diese Partei wird auch vermutlich irgendwelche Stützen im Hintergrund haben, von denen wir nichts wissen. Lass uns noch kurz über das Thema Flüchtlinge sprechen. Könnte man sagen, dass die Rechnung so ist, je mehr wir Kriege finanzieren, desto mehr Flüchtlinge kommen auch zu uns? Oder ist das viel zu einfach gedacht? Nein, das ist eins zu eins so richtig. Also je mehr Kriege wir finanzieren, je mehr wir helfen, dass es Kriege in der Welt gibt, umso größer wird natürlich die Not der Leute da. Und es gibt ja sehr viele Leute, die in Not sind. Das muss man ja auch klar sagen. Also ich muss sagen, ich kann ja niemandem vorwerfen, der aus der Ukraine zu uns kommt. Ich kann niemandem vorwerfen, der aus Syrien zu uns kommt. Ich kann niemandem vorwerfen, der aus einem nordafrikanischen Land zu uns kommt, weil er dort einfach keine Arbeit mehr findet und weil seine Familie hungert. Leider muss man sagen, werden natürlich auch viele Leute ins Land gelassen, die tatsächlich aus anderen Motiven hierher kommen. Dazu muss man sagen, dass viele dieser Flüchtlinge, die vielleicht nicht mal mit schlechten Absichten hierher kommen, so schlecht behandelt werden und in eine solche Isolation hier geführt werden, dass man dann natürlich auch befürchten muss, dass diese Leute, die ja zum großen Teil auch schwer traumatisiert sind, dass diese Leute dann auch zu Gewalttaten neigen. Also da ist eine Agenda im Hintergrund, die sehr perfide ist, die mit allen möglichen Tricks arbeitet, die die Leute dann auch zum Beispiel in Deutschland, in Ostdeutschland ausgerechnet dort, wo ganz wenige Ausländer bisher gelebt haben, in Turnhallen untergebracht werden, sodass die Kinder keinen Sportunterricht mehr machen können. Auf diese Art und Weise schafft man natürlich sofort einen Konflikt zwischen den Einwohnern dieser Orte und diesen isolierten Ausländern da. Also ich glaube, dass dieser Konflikt auch künstlich angetrieben wird. Ich halte es auch nicht für ganz normal, dass jetzt im Moment diese Messerattentate überall ein solches unglaubliches Ausmaß annehmen. Das Gleiche haben wir ja in England gesehen. Also ich glaube da nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, dass das also auch tatsächlich von hinten gesteuert und gefördert wird. Also mit dem Ziel auch quasi das Land noch weiter zu destabilisieren und dann verschiedene Dinge noch einfacher durchsetzen zu können. Ganz genau. Also das Wichtigste im Moment, der wichtigste Plan im Hintergrund ist die Einführung von digitalem Zentralbankgeld.
Und da hat es drei Versuche bisher gegeben, einmal auf den Bahamas, einmal auf Jamaika und einmal in Nigeria, also dem größten Industrieland in Afrika. Also das war so das Testlabor für Europa. Und alle drei Versuche sind wirklich also als komplette Fehlschläge geendet. Also in Nigeria haben bis heute nicht mehr als 13% oder 14% der Bevölkerung sich so eine Wallet auf ihr Handy spielen lassen und kaum jemand benutzt dieses neue Geld. Es hat die Regierung zwar mit allen möglichen drakonischen Maßnahmen nachgeholfen, also das Bargeld ist ganz stark eingeschränkt worden, das Abheben von Bargeld ist mit starken Summen an Abhebegebühren belegt worden, die Geldautomaten haben nur noch ganz wenig Geld hergegeben, staatliche Zahlungen sind plötzlich nur noch in digitalem Zentralbankgeld erfolgt und trotzdem hat man damit nicht den notwendigen Erfolg erzielt. Trotzdem arbeiten heute 134 Zentralbanken in aller Welt an diesem Projekt. Und man muss sagen, das gegenwärtige Weltfinanzsystem, das gegenwärtige Geldsystem befindet sich in seiner absoluten Endphase. Wir haben ja letzte Woche wieder eine größere Erschütterung erlebt. Dieses System kann auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten werden, muss irgendwann in Zukunft durch ein neues ersetzt werden. Und worauf die Elite dabei setzt, ist, dass dieses neue Geld, erstens kann man da die Geldmenge kontrollieren, zweitens kann man damit Negativzinsen einführen. Und das waren die großen Probleme der Vergangenheit, die wären damit gelöst. Das Problem ist, die Leute wollen dieses neue Geld nicht, weil die Leute wissen, damit werden sie zu 100% von einer Instanz, nämlich der Zentralbank, abhängig gemacht. Die wird über jede Transaktion Bescheid wissen. Das Geld wird zweckgebunden, das wird ortsgebunden und das wird an ein Ablaufdatum gebunden ausgegeben werden können. Also das bedeutet die absolute und totale Versklavung der Menschen durch das Geld. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie können wir uns davor schützen, wie können wir was dagegen tun oder welche Alternativen gibt es? Haben wir im letzten Interview schon einiges angesprochen. Vielleicht kannst du jetzt auch speziell auf diese Thematik noch sagen, was so deine Empfehlungen sind. Ja, die wichtigste Empfehlung dabei ist, dass viele Leute sich darauf vorbereiten, also die Leute sich darauf vorbereiten sollten, dass die Menschen dieses neue System tatsächlich nicht annehmen werden. Und wie werden die maßgeblichen Leute dann reagieren? Die werden alles tun, um uns das Bargeld dann zu verbieten. Also das Bargeld wird ja jetzt schon aus dem Verkehr gezogen. Da helfen ja zum Beispiel die ganzen Einzelhändler im Moment mit. Also wenn ich mit einer App entweder bei Rewe oder bei Edeka kaufe, dann kaufe ich ja billiger ein, als wenn ich mit Bargeld bezahle. Im Notfall kann man auch eine Steuer auf Bargeld erheben, so wird man das Bargeld dann ganz schnell aus dem Verkehr ziehen können. Was wird dann passieren? Meiner Meinung nach wird eines passieren. Die Leute werden sich auf das besinnen, was über 3000 Jahre als Geld gegolten hat, nämlich Silber. Also ich glaube, dass im Alltag dann das Silber eine ganz große Rolle spielen wird. Und auf diese Zeit sollte man sich vorbereiten. Also es wird eine Übergangszeit geben. Es wird eine Übergangszeit geben, wo man mit Bargeld tatsächlich noch was schaffen, was kaufen kann. Aber dann wird es eine Zeit geben, wenn es das Bargeld nicht mehr gibt und wo die dann sagen, also du musst jetzt dieses digitale Zentralbankgeld nehmen. Es wird aber sehr viele Leute geben, die das nicht machen. Und denen bleibt im Grunde meiner Meinung nach nur ein Ausweg. Und das ist auf Silber zurückzugreifen. Deswegen glaube ich, dass die ganz große Zeit des Silbers irgendwann bevorstehen wird. Gab es schon mal eine große Zeit des Silbers? Ja, in allen großen Krisen der Vergangenheit. Also selbst im Mittelalter gab es da ganz große Zeiten. Also im Mittelalter ist das Silber ja immer das wichtigste Zahlungsmittel im Alltag gewesen. Aber das hat sich dann auch im 18. und 19. Jahrhundert noch bewährt. Also man muss sich einfach die Geschichte des Geldes mal ansehen. Das Papiergeld ist ja noch nicht so alt. Das Buchgeld ist noch viel jünger und das Digitalgeld ist noch viel jünger. Also am Anfang war das Buchgeld ja an diesen Wert des Goldes und des Silbers gebunden. Und Gold und Silber haben eine bestimmte Relation zueinander. Und diese Relation ist im Moment sehr stark verbogen zu Ungunsten des Silbers. Und deswegen glaube ich, dass Silber der große Sieger in der nächsten großen Krise sein wird. Aber Gold wird auch durch die Decke gehen, weil nicht deswegen, weil der Wert von Gold so zunehmen wird, sondern weil das ganze Papiergeld sich als das erweisen wird, was es ist, nämlich nichts anderes als Papier. Also ich erinnere da nur an den Spruch von dem mächtigsten Banker des letzten Jahrhunderts, JP Morgan. Der hat mal gesagt, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Also bei allem anderen ist man von einer Gegenseite abhängig. Beim Gold ist man von der Gegenseite unabhängig. Gold wird seinen Wert immer behalten und der kleine Bruder von Gold, das Silber schon ganz besonders und vor allem im Alltag. Du hast dich schon ein, zwei Mal in unseren Gesprächen eher negativ, glaube ich, geäußert über Kryptogeschichten wie zum Beispiel Bitcoin. Andere Leute, die auch aus dem deutschsprachigen Raum zum Beispiel, die sehr viele ähnliche Sichtweisen haben wie du, also mit denen du wahrscheinlich bei 9 von 10 Themen auf einer Wellenlänge bist,
Bei diesem Thema habt ihr unterschiedliche Ja, genau. Ansichten. Vielleicht kannst du das noch kurz Ja, ich will das skizzieren, weil ich nochmal. habe auch schon die andere Sichtweise, zum Beispiel mit dem Marc Friedrich auf meinem Kanal präsentiert. Vielleicht kannst du jetzt ein Kontra Ja, also noch dazu erstmal, was mich abgeben. bei Bitcoin sehr skeptisch macht, ist der Zeitpunkt, zu dem Bitcoin in die Welt gekommen ist. Das war 2009, das war kurz nach der Weltfinanzkrise von 2007, 2008. Was war der erste Effekt von Bitcoin? Dass ganz viele junge Menschen darauf gesprungen sind und auf diese Art und Weise praktisch den Glauben erworben haben, dass in der Kryptosphäre ein Riesenhype zu erwarten ist und dass man auf das Bargeld in Zukunft verzichten kann. Also ich weiß, dass ganz viele junge Leute, die heute gerne mit Apple Pay oder mit PayPal oder ansonsten auch mit ihrem Handy bezahlen, dass das gleichzeitig auch Anhänger von Bitcoin sind, weil sie glauben, dass die nächste Währung, die glauben auch, dass die Digitalisierung sowieso die Rettung aller Probleme ist und dass die Währung in der Zukunft sowieso nur digital sein wird. Da muss ich sagen, da muss man sehr vorsichtig sein. Die Bitcoin und alle Kryptowährungen, das ist das erste Geld, was sofort als Fiat-Geld in die Welt gekommen ist. Fiat-Geld ist Geld, das nicht mehr an einen physischen Wert gebunden ist. Also Geld war über Jahrhunderte an physische Werte gebunden, und zwar hauptsächlich an Gold und Silber. Wir haben in Deutschland auch den Goldstandard gehabt bis 1914. Der ist abgeschafft worden, als man plötzlich zu viel investieren musste in den Krieg. Interessant, der Krieg war der Auslöser dafür, dass der Goldstandard beseitigt wurde. Dann gab es einen neuen Goldstandard ab 1944. Das war das Abkommen von Bretton Woods, was den Dollar an Gold gebunden hat. Dieser Goldstandard wurde dann aufgehoben 1971. Seit 1971 haben wir es weltweit nur noch mit Fiat-Währungen zu tun. Allerdings Fiat-Währungen, die früher mal an eine Währung gebunden worden waren. Die neuen Kryptowährungen sind nie an irgendeinen physischen Wert gebunden gewesen, sind nichts anderes als Datensätze. Und deswegen sind die in meinen Augen sehr gefährlich. Also diese Datensätze haben einen intrinsischen Wert von Null. Die sind an nichts gebunden. Wenn man da den Stromstecker zieht, dann hat man kein Geld mehr. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Was meine Position nun ist, ich rate niemandem dazu oder davon ab, sich in Bitcoin eine Sicherheit zu verschaffen oder sagen wir, Geld in Bitcoin anzulegen oder auch in anderen Kryptowährungen. Ich wäre nie so dämlich, um den Leuten zu sagen, pass mal auf, das kann dich da auch noch große Gewinne geben. Also es kann sein, dass Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich noch einmal richtig durch die Decke geht. Ich Es kann aber auch. sehe es jetzt nicht unter dem Aspekt, zu Gewinne zu machen, sondern eher Vermögenssicherung. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also zur Vermögenssicherung würde ich jedem davon abraten. Also Okay. der Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt. Bitcoin hat ja in der Zeit Vergangenheit gezeigt, dass es ganz stark nach oben gehen kann. Es hat auch gezeigt, dass es ganz stark nach unten gehen kann. Bitcoin ist heute auch abhängig von ganz großen Investoren. Also Bitcoin ist auf keinen Fall, auf gar keinen Fall irgendetwas Demokratisches. Bitcoin hängt zu über 85% in den Händen von großen Bitcoin-Besitzern, die natürlich den Kurs auch steuern können. Bitcoin ist abhängig von Einzelpersonen wie zum Beispiel Elon Musk. Wenn Elon Musk sich abfällig über Bitcoin äußert, dann geht der Kurs nach unten. Wenn er zum Kauf von Bitcoin rät, geht der Kurs nach oben. Das heißt, als Bitcoin-Besitzer bin ich von so einem Mann mit abhängig. Und das ist für mich keine Sicherheit. Also Sicherheit ist dann, wenn ich von niemandem abhängig bin. Und das bin ich, wenn ich Gold oder Silber besitze, da bin ich von niemandem abhängig. Aber mit Bitcoin ist das nicht der Fall. Trotzdem. Außer wenn ich vielleicht jetzt, wenn ich Gold besitze, muss ich doch auch das angeben ab einem gewissen Wert, oder? Oder? Angeben muss ich es nicht. Also das große Problem ist, dass es das in den 30er Jahren in den USA Gold mal konfisziert wurde. Aber das wurde so konfisziert, da wurden die Leute in die Bank gebeten und mussten ihre Banksafes öffnen. Wer sein Geld nicht im Banksafe hatte, der war davon ausgenommen. Es drohte zwar eine große Strafe damals, wer dann trotzdem mit Gold gehandelt hat, aber es gab einen riesigen Schwarzmarkt, auf dem einige Leute auch steinreich geworden sind damals. Das Und das. heißt, Gold im Banksafe ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Nee, also wer bei Gold halten soll, ich meine, da gibt es ja jede Menge Goldhändler, bei denen man sich informieren kann, dass man das Gold auch woanders halten kann. Man muss es ja noch nicht mal im eigenen Land halten. Also da gibt es jede Menge Ausweichmöglichkeiten. Beim Silber besteht diese Gefahr nicht, weil Silber ist bisher nie verboten worden. Silber wird auch in der Industrie so stark beansprucht, dass es also auch eigentlich nicht verboten werden kann. Also da ist man dann eben auf der sicheren Seite. Aber nochmal zurück zu Bitcoin. Bei Bitcoin ist man eben abhängig von einem Spekulationsobjekt. Und für mich gibt es einen Riesenunterschied zwischen sich absichern und spekulieren. Und den Unterschied müsste man dabei bedenken. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Danke für deine Sichtweise. Gibt es noch was zur Thematik zu sagen oder was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest?
Na, ich denke, im Moment stehen wir an einer großen Wende. Also wir stehen nicht nur an einer riesigen historischen Wende, weil wir sehen ja, dass um uns alles herum zerfällt, also der Parlamentarismus zerfällt. Es ist auch kein Zufall, dass wir in der Politik im Moment es mit so vielen, man muss ja klar sagen, geistigen Nieten zu tun haben. Das sind Leute, die sind einfach sehr einfach steuerbar und die werden von hinten gesteuert und die sollen uns auch den Parlamentarismus madig machen. Weil ich empfehle jedem, da sich mal die Videos von Klaus Schwab anzugucken, in denen er sagt, also der Parlamentarismus ist ja eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Also wir haben heute eine KI. Die KI kann ja bestimmen, was die Leute gerne möchten. Und es wäre doch viel einfacher, wenn die KI dann die Rolle der Politik übernimmt und wir dann einfach sehen, was die Leute wollen, in welche Richtung die gehen wollen und das dann lesen. Wir wissen ja auch, dass wir beim Internet inzwischen das Internet des Behavior haben, also dass man tatsächlich die Absichten von Leuten heute internetmäßig oder digital erfassen kann. Wir haben ja auch im Bereich der IT da diese Richtung, dass man angeblich inzwischen erkennen kann, wenn jemand ein Verbrechen demnächst begehen will. Also sämtliche Polizeistationen der Welt sind ja jetzt hellhörig und hoffen darauf, dass sie mit Palantir bald Abkommen schließen können, weil Palantir bietet ja eine Software an, mit der man tatsächlich merken kann, wann jemand also kurz davor ist, irgendwie Straftaten zu begehen. Also das ist die Zukunft, in die wir geführt werden. Da soll man sich einfach nicht von beirren lassen. Unsere einfache Welt, also die Welt, die um uns herum existiert, mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln, die wird davon nicht betroffen sein, wenn wir diesen ganzen Irrsinn nicht da hereinlassen. Also man muss sagen, man sollte heute nicht den ganzen Tag an X stecken, am Handy stecken, nicht den ganzen Tag sämtliche sozialen Plattformen durchkämmen, was es an Horrormeldungen gibt. Da gibt es nämlich genug. Man muss nur gucken, was in den Kriegen passiert. Da wird einem wirklich schlecht, wenn man sieht, was da wirklich jeden Tag da zugeht. Da gibt es nur eine Möglichkeit, einfach abschalten und rausgehen aus dem Ganzen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, lokale, regionale Netzwerke zu bilden und eine kleine Welt neu aufzubauen, die nicht in dieser ganzen digitalen Sphäre mit drinsteckt und die nicht von diesen großen Playern der digitalen Sphäre abhängt. Natürlich sollte man auch ein paar Forderungen stellen. Also meine Forderung zum Beispiel für die große Masse ist, also ich finde, man sollte da fordern, dass alle Patente und Lizenzen in Zukunft freigegeben werden. Weil die großen Konzerne, die großen IT-Konzerne leben eigentlich nur von den Lizenzen und Patenten. Und es gibt genügend Leute in der Welt, die genügend gute Ideen haben und die also schnell auch Plattformen bilden könnten. Und diese Plattformen könnten auch schnell explodieren, wenn sie nicht von den Großen gleich umgebracht würden. Die Großen können sie nur deswegen umbringen, weil sie so unendlich viel Geld haben und das verdienen sie über Lizenzen und Patente. Also das wäre ein Vorschlag meinerseits. Was sagst du denn zum Thema oder zu der Idee, das Land zu verlassen? Du hast ja gerade gesagt, hier Netzwerke bilden und so weiter und so fort, aber Ja, das was muss sagst du? jeder für sich selber entscheiden. Also ich glaube, also ich habe in den letzten Jahren viele Leute erlebt. Ich habe ja selber, bin ja im Ausland geboren, habe im Ausland also als Kind und als Jugendlicher schon gelebt, bin oft im Ausland. Also ich weiß, dass es nicht so ganz einfach ist, im Ausland Fuß zu fassen, vor allen Dingen nicht in Ländern, deren Sprache und Kultur man nicht kennt. Also da müsste man schon sehr vorsichtig sein. Also das alles nur von so einer momentanen Stimmung abhängig zu machen, ist nicht gut. Ich habe viele Leute jetzt erlebt in den letzten 3 Jahren, die wieder zurückgekommen sind, sehr reumütig. Einige sind allerdings auch geblieben, sind tatsächlich glücklich geworden. Also ich habe jedenfalls nicht die Absicht abzuhauen. Ich bin in meinem Alter auch nicht mehr bereit, also mein Leben noch mal ganz groß auf den Kopf zu stellen. Meine Familie, meine Kinder, meine Enkel, die leben hier und ich will einfach weiter daran arbeiten, für die eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ich glaube, dass das Informieren der Leute über die Hintergründe dessen, was da um uns herum geschieht, einfach für das mein wichtigster Beitrag dazu sein kann. Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt vielleicht, wenn sich die Lage so schlimm entwickelt, dass das hier sehr unsicher ist, auch in Bezug auf Krieg und Frieden und so weiter und so fort. Aber das muss dann wahrscheinlich jeder für sich selbst Ja, da entscheiden. kann ich aber auch wirklich nur, muss ich an das denken, was meine Großeltern mir mal gesagt haben oder meine Urgroßeltern. Die haben damals im Ersten und Zweiten Weltkrieg in einer ländlichen Gegend in Schleswig-Holstein gelebt und haben mir mal gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, wir haben von beiden Kriegen so gut wie nichts mitgekriegt. Bei uns gab es da oben keine Industrie, bei uns gab es keine Energieanlagen, da gab es keine militärischen Anlagen und so. Wir waren als Ziel wahrscheinlich zu uninteressant. Und ich meine, solche uninteressanten Gegenden, die gibt es wahrscheinlich in dem nächsten Krieg dann auch. Und vielleicht ist es dann ein besserer Vorschlag, also nicht gleich das Land zu verlassen, sondern in eine Gegend zu ziehen, in der man wahrscheinlich nicht von irgendwelchen Raketen oder Drohnen in unserer Zeit dann bedroht ist. Okay, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Ja, vielen Dank.
Lieber Ernst, für deine ganzen Informationen. Ich konnte sehr viel dazulernen. Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer und Zuhörer auch viel lernen konnten. Deine Homepage werde ich hier unten drunter verlinken. Da gibt es ja, viele weitere Informationen über dich, auch über deine Bücher, die sehr empfehlenswert sind. Und ja, ich freue mich, wenn wir demnächst, vielleicht in ein paar Monaten, nochmal ein nächstes Update-Gespräch führen können. Wunderbar, bin gerne dabei. Ein kleiner Hinweis noch für deine Zuschauer. Also ich würde denen empfehlen, bei meinen Videos sich eines besonders anzugucken, und zwar ist das die Geschichte des Geldes. Da halte ich einen einstündigen Vortrag über die Geschichte des Geldes. Und das ist für viele, die das Geldsystem bisher noch nicht so durchschauen, eigentlich ein guter Einstieg. Okay, und das findet man auch, wenn man einfach bei YouTube eingibt, die Geschichte des Geldes, Ernst Wolf, dann sollte man Ganz es finden. genau. Okay, super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.